komm, ich bin kurz damit helfen. Das ist die, meiner Meinung nach, unterschätzteste Waffe in X-Defiant, in der Open Beta jetzt gerade. Probiert sie aus. Ich kann nicht einschätzen, was jetzt Controller-Spieler sagen. Ich persönlich würde sagen, die SVD ist ein bisschen dumm. Das war's. Viel Spaß damit, ihr werdet sehen, was ich meine. Wow. Wirst du belohnt fürs gute Aimen? Kannst du so und so sehen. Also bislang ist das mit der Hitbox immer noch für mich Nebensache, weil bislang ist der Netcode so dermaßen anstrengend. Also wie wenn du jemanden siehst und um die Ecke gehen willst, ist das ein Fehler. Du darfst nicht versuchen, um die Ecke zu gehen, weil du erschossen wirst, während du schon längst rumgelaufen bist. So, das ist... Also, das hat COD natürlich auch schon immer wieder gehabt, so. Aber hier ist es gerade gefühlt ins Extreme getrieben. Zumindest derzeit. Für das Paket in die Lieferzone. Wehre feindliche Aktionen ab. Was? Bedrohung neutralisiert. Ja, ja. So sieht es nämlich aus. Ja, und dann noch Treffen, Chat. Irgendwann. Irgendwann machen wir das. 2x51. Ah! Wait, das ist ein Gegner. Haben wir uns gegenseitig? Ja, wir haben uns gegenseitig. Scheiße, das ist ein Gegner. What the fuck? Ich hätte gerne einen anderen Punkt. Das rote zum Beispiel hier ist echt anstrengend, finde ich. Auf der Map. Oh, kannst halt nicht alles haben, ne? Hm. Ja. Shit. Hier finde ich es echt anstrengend, dass das Rot auf Rot ist dann. I did it, Chat. Oh mein Gott. Ja. Also die Waffe, wenn man die ruhig benutzt, ne? Das ist dann halt auch ein Wucht. Oh, wir haben wieder einen Schildtyp. Er ist tot. Ja. Der Schildtyp ist wieder tot. Oh. Den habt ihr nicht mehr gesehen, Junge. Der war unsichtbar. Also, nicht wirklich, ne? Na, ich versuch, aber ich verschwende auch gerade ein bisschen Muni, ne? Nice, nehme ich. Ich will nur den Schildtypen eigentlich haben, aber den kriege ich gerade nicht. Okay. Ja, Digga, das macht so Spaß gerade damit. Einfach hinten rumstehen und bumsen. F1, Chat. F1. Ganz ruhig hier, ne? Paket fällt zurück. Oh. Hell ja. Meinst du, er kommt raus? Das ist so. Also was. Jetzt performen wir, Chat. Jetzt performen wir. Ich hab noch 8 Schuss. Nein! Geil. Aber hey, ich muss ja eh sterben. Ich hatte keine Muni mehr für die Waffe. Oh nein, der Schildtyp. Den kann man töten, ne? Den kann man töten. Nipp. Nipp, Schildtyp. Nipp, nipp, nipp. Hier, Granate kann ich auch. Hinter mir! Oh mein Gott, danke. Komm schon. Nein. Hilfe! Ich möchte das alles nicht! Ja! Weg hier. Nice, 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 nice. Den haben wir schön weggemacht. Nein! Warum? Geh! Er spielt SVD! Nein! Ich bin der einzige SVD-Spieler, der erlaubt ist. Niemand darf SVD spielen, außer mir. Oh, der war schön. Checkpoint
Ich habe gerade, also wirklich die Menge an Spaß, jetzt wo wir die Waffe wieder geil gebaut haben, schnell gebaut haben und so, geht richtig rein. Das ist leider mit einer Barriere. Da ist ein Gegner. Scheiße. Georg, dankeschön. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben, dass wir, da wäre Treffen auch nützlich. Ich sehe nichts. Oh. Ey, Top-Runde bisher, auf jeden Fall. Ich liebe es. Also Unsichtbare zu erschießen, that's a nice one, man. Ah, geschafft. Ich sehe nicht, okay, meine Barriere war zu hell. Baby! Okay, der wollte mich so, der wusste, dass ich da immer noch bin. Er ist so dahin gerannt, ne? Das war das Wichtigste von allem für ihn. Oh mein Gott, das hat richtig Spaß gemacht. Hä? Na, gut. Warum schießt du da überhaupt drauf, Bro? Hier. Let's go. Auf große Distanz. So sieht's nämlich aus. Ich benutze extra nicht meine Ult, by the way. Alter, das war richtig geil. Oh, das war genau so eine, ja, genau so eine Halbzeit will ich haben. Jetzt will ich aber auch, dass die andere Halbzeit ebenso reingeht. Und wehe dem nicht. Womit habe ich gerade gespielt? Magazinbarriere, ne? Das war richtig geil mit dem. Dass er 120 Leben hat und sich verstecken kann dahinter, das ist super strong. Wir stehen 30 zu 6? Oh! What? 11-1 sagt schon was aus, wenn man ruhig spielt. Ja. Es liegt auch, also muss man sagen, es liegt wirklich auch am Team, dass ich die Möglichkeit habe, so zu spielen. Die spielen sehr, sehr toll. Fokus auf Winning, aber trotzdem auch Kills und so. Das sind wirklich gute Spieler insgesamt. Null, das sind alle irgendwie. Man kann es halt nichts gegen machen. Die stehen immerhin noch in ihrem Ding drin. Der war schön. Getroffen, aber nicht getötet. Digga, oh mein Gott, ich habe ihm 2x50 gegeben. Anscheinend war die Reichweite nicht gut genug. Also verteidigen fällt mir wirklich, wirklich viel, viel schwerer bisher mit der Waffe. Als ob die wirklich so jemanden haben. Kannst du mir erklären, wie der Typ den einen da gerade fast nicht getötet bekommen hat? Alter, also, die spielen jetzt so anders, ne? Halt, oh, ich treffe gerade auch in diese Entfernungen nicht. Das ist auch... Ja, jetzt sterben bringt jetzt auch nichts, ne? Was? Oh. Habt ihr das schon mal gesehen? Da durfte man anscheinend nicht sein in der zweiten Phase. What the fuck? Ja, schon wieder deutlich hinter der Wand, aber 99 habe ich ihm übrigens gegeben. TP1. Warum ist Verteidigen so viel schwerer hier gerade? Irgendwie. Das ist voll komisch. Ich habe das Gefühl, als Verteidiger musst du auf viel mehr Winkel achten als Angreifer. What the fuck? Dabei ist das ja die gleiche Map und so, ne? I don't know. Ja. Schon ist meine tolle Statistik nicht mehr da. Da ist immer noch jemand. Nee.
99 Schaden. Digga, warum treffe ich nicht? Lull, die Granate hat gerade zwei Leute getötet. Oh, oh, da kann man weiter unten sein. Scheiße. Genau, mir fällt Treffen auch recht schwer. Also merkst es einfach, dass die Mauseinstellung, also falls du auch Mausspieler bist, die Mauseinstellung ist irgendwie einfach anders. Nochmal rein. Okay. Mal sehen, wie es ausgeht. Wir sind leider echt kurz vorm Verlieren, ne? Wieder Headshot, der nichts bringt. Das war alles rechts daneben. Nice. Barriere eingesetzt. Nein! Und ich stehe nicht hinter der Barriere wie der letzte Bot. Unbelievable gerade, wirklich. Die haben gewonnen. Alter, verteidigen ist so schwer. Es ist unfassbar. Hat richtig Spaß gemacht. Aber verteidigen ist wirklich sehr, sehr schwer. Alter. Heftige Sprungteleistung hier, ne? 44-17. Die Waffe macht Spaß. Ich glaube, die wird die Meta in nicht allzu langer Zeit übernehmen, wenn du mich fragst. Sobald sie irgendwie mehr Sinn für mich ergibt. Das macht schon sehr viel Spaß. Also es ist schon eine klasse Waffe. Aber jetzt zeigen wir noch einmal die Waffe für ein wunderschönes Video. Zack. Also hast du mir gebaut. Ich mag die Waffe sehr. Der Lauf ist super wichtig, damit du mehr Schaden machst. Auf bestimmte Reichweiten machst du dann One-Shot, Headshot und Two-Shot Buddy gegen Leute mit 100 Leben. Das ist das Problem an der Waffe, I guess. Dass du gegen Leute mit 120 Leben weder One-Shot-Headshot noch Two-Shotten machen kannst. Außer im ganzen Nahkampf, da kannst du Two-Shotten. Mit 71 Schaden, glaube ich, war es.